hallo und herzlich willkommen zu Noah Mimi, mein erstes Abschminkvideo. Ich wollte euch einmal mit in meine Abendroutine mitnehmen, weil das für mich auch viel mit Selbstfürsorge und Selbstliebe zu tun hat. Und das sind so zwei Themen, die mir sehr, sehr wichtig sind. Ich nehme mir abends bewusst die Zeit, mein Make-up runterzuholen. Ich habe auch schon ordentlich gelitten, glaube ich, wie man sehen kann. Und ich mag euch einmal die Produkte zeigen, die ich benutze. Es sind nämlich ein paar unterschiedliche. Und was heißt? Nein, es sind keine unterschiedlichen. Es ist eine Serie, die ich benutze und eine besondere Creme, die man so nicht kriegt. Aber das seht ihr gleich alles. Wir legen gleich mal los. Also, mein Make-up hat heute wirklich gelitten. Zuallererst hole ich mir erstmal das Make-up runter. Dazu nehme ich hier so ein Abschminkpad. Ich nehme mittlerweile, versuche ich auf die wiederverwendbaren umzuswitchen, weil es doch ziemlich viel Müll macht. Und ich nutze schon häufig Abschminkpads und Tücher und so. Das ist zu viel Müll, das ist etwas, was nicht sein muss. Deswegen greife ich jetzt auf diese Abschminkpads zum Waschen und Wiederverwenden zurück. Zum Abschminken nutze ich von Neutrogena aus der Kurkuma-Serie das Abschminkgel mit der Micellentechnologie. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, Micellentechnologie bedeutet auch, dass es auch wasserfestes Make-up entfernt. Ich finde das ganz gut, es riecht ganz angenehm, es brennt nichts, außer ihr kriegt es in den Augen, mir ist es mal in die Augen gerutscht, das tat weh. Es brennt nichts und es duftet ganz toll und für meine Haut finde ich es auch total angenehm. Ich mache immer doofe Gesichter, wenn ich mich abschminke. Ich mache auch doofe Gesichter, wenn ich mich schminke. Ich mache auch doofe Gesichter, wenn ich gar nichts von all dem mache. Ach ja, ich habe immer doofe Gesichter drauf. Ich kann auch nicht anders gucken. Ne? So, jetzt hole ich mir den ganzen Kram mal runter. Bei den Augen natürlich besonders, wegen der Wimperntusche. Ich habe jetzt zwar kein wasserfestes Make-up drauf, aber die Wimperntusche hält sich doch dann oftmals ziemlich hartnäckig. Oder so ein Kajal oder ein Eyeliner. Wenn das hochpigmentiert ist und ein richtig schwarzes Tief, dann kriegt man das schon ein bisschen schwieriger ab. Da muss man schon mal ein bisschen öfters mal rüber. So. So, das Gröbste habe ich jetzt runtergeholt. Man sieht es auch ordentlich. Da ist ordentlich was runtergekommen. Zack, ab ins Waschbecken. Und als nächstes nutze ich auch von Neutrogena das Kurkuma, auch aus der Kurkuma-Serie, das beruhigende Reinigungsschaum. Ja. Das ist auch wieder total sanft. Es ist direkt ein Schaum, kann man hier hochpumpen, das wird dann zum Schaum. Ich feuchte mein Gesicht einmal an. Und, so. Und dann mache ich mir, nehme ich das jetzt nicht einfach mit dem Schaum, sondern ich habe von Beura habe ich eine elektrische Gesichtsbürste. Ich finde die total top. Die hat mehrere Intervalle, mehrere kleinere Programme. Macht zwischendurch immer wieder mal eine kleine Pause, um zu erinnern, ey, geh mal an eine andere Hautstelle. Das ist nicht so gut, wenn du immer nur an einer Stelle rumrupst. Ich mache mir da so ein, zwei Pumpstöße und dann verteile ich mir das ein bisschen ins Gesicht, weil ich habe das einmal nicht gemacht und habe dann einfach losgelegt und dann ist der Schaum durch die Gegend geflogen. Solche Sachen passieren auch immer nur mir. Und jetzt gehe ich mit dem Reinigungsschaum auch nochmal über meine Haut und hole das restliche Make-up herunter. Ja, ich muss bei mir immer sehr gründlich vorgehen, weil ich habe eine sehr empfindliche Haut und ich neige zu Hautunreinheiten und da muss ich dann schon gründlicher vorgehen, damit sich da keine Poren verstopfen und
keine Mitesser und Pickel entstehen. Und ich habe auch immer das Problem, dass ich so fiese Mitesser bekomme, die so fiese Pickel bekomme, die so tief unter der Haut sitzen, so richtige Knoten. Da habe ich jetzt hier unten 2 Stück. So langsam gehen sie zurück, aber es dauert unheimlich lange. Das glaubt man gar nicht, ne? Ich bin jetzt bald 38 Jahre alt und ich habe dennoch Probleme mit Pickeln. So, hier seht ihr, das hat sich ein bisschen verfärbt, das ist ein bisschen beige geworden. Kamera, hallo! Das ist jetzt der restliche Make-up, den ich damit jetzt nochmal runtergeholt habe. Und jetzt nehme ich mir noch ein Tuch und gehe damit einmal über mein Gesicht. So, jetzt habe ich es vor lauter Aufregung, weil ich ja jetzt das 4. Mal dieses Video mache und ich will es jetzt endlich mal abgedreht haben, damit ich es hochladen kann. Jetzt habe ich das Tuch nass gemacht, weil ich gedacht habe, mach dir das Handtuch mal nass, damit du das jetzt trocken machen kannst im Gesicht. Wie man sieht und hört, mit Logik habe ich es nicht so. So, also Logik, ich weiß auch nicht, wie ich immer so durchs Leben komme, ne? Also immer ganz bescheuert. So, die Haut ist ist jetzt einmal sauber und gut gereinigt und mein Träger rutscht. Kennt ihr das, wenn der Träger ständig rutscht? Oh, kriegst du den Arm gar nicht mehr hoch, hängst du so. So, was ich jetzt noch mache, ist, ich nutze auch von Neutrogena das Gesichtswasser. Ja, das Anti-Mitesser-Gesichtswasser. Es ist eins der besten Gesichtswasser, die ich je hatte. Ich schwöre es euch. Und ich hatte wirklich, weil ich schon seit meiner Jugend an Akne leide, schon etliche Gesichtswasser. Etliche? Ich hatte tausende Gesichtswasser und das ist wirklich das Beste, was ich verdammt gut vertrage. Es ist nicht so scharf, es reizt meine Haut nicht zu sehr, ganz im Gegenteil. Es kühlt sogar sanft und ich habe dadurch wirklich den Großteil meiner Pickel wirklich in den Griff bekommen. Also ich finde, Hautpflege ist ja eins mit der wichtigsten Sachen, die ihr so machen müsst, um ja, Pickel vorzubeugen. Ja? So. Haben wir da die typischen Stellen. Ich kriege die Pickel immer hier. Hier habe ich da noch einen aktuellen, wie ihr seht. Kann man das sehen? Da. Und da ist immer so eine Hautstelle. Ne? Also hier so typisch. Und hier hinten und unten und durch die Maske, die wir jetzt alle überall tragen müssen, habe ich das Gefühl, das verstärkt sich nochmal. Also ich kenne das von ganz, ganz vielen, die mir berichten, ey, ich kriege über Pickel um die Fresse. Ja, ich auch. So, weil ich so Probleme hatte immer mit meiner Haut, bin ich dann doch mal zum Hautarzt gegangen und der hat mir noch eine Creme verschrieben, die ich jeden Abend auch nochmal aufs Gesicht auftrage. Das ist die Creme Skin Urin mit Acelainsäure, heißt das so? Acelainsäure, wow. Und ich habe kein Chemie oder Bio studiert oder sowas. Ich habe überhaupt nicht studiert, davon mal. So, man sagt eigentlich, man soll es auf die Problemstellen auftragen, aber ich schwöre euch, mein ganzes Gesicht ist eine Problemstelle. Deswegen trage ich das überall auf. Und spare natürlich die Lippenpartie, aber hier auch auf Pickel kriege, kommt es auf die, also direkt unter der Nase auch nochmal drauf. Und ich trage es halt auch hier auf der Stirn auf. Ne? Einmal tutti kompletti, so muss das sein. So, das habe ich auch gemacht. Jetzt geht es eigentlich, also wie ihr seht, ich habe jetzt Feuchtigkeit komplett weggelassen. Abends gehört es nicht zu meinem Ritual, mir Feuchtigkeit ins Gesicht zu tun. Das mache ich tatsächlich immer morgens, wenn ich mein Gesicht fürs Make-up vorbereite. Ja, ihr kennt das sicherlich, wenn ihr eine flüssige Foundation nutzt oder so und ihr habt das Gesicht nicht ordentlich vorbereitet und mit Feuchtigkeit versorgt, dann zieht die Haut die Feuchtigkeit aus der Foundation heraus und das Make-up wird bröckelig und wird irgendwie so itchy. Es ist dann halt nicht schön.
Deswegen immer gut die Haut vorbereiten, immer schön mit Feuchtigkeit. Gut, mir geht es jetzt aber am Abend immer darum, dass meine Haut frei von diesen Pickeln und Unreinheiten wird. Und deswegen kommt jeden Abend diese super Creme drauf. Und ihr seht schon, ich muss bald mal eine neue besorgen. Die gibt es natürlich auch nur auf Rezept bei eurem Hautarzt. Und was ich euch empfehlen kann, lasst euch wirklich mal vom Hautarzt eine Hautanalyse machen, ja? Beschreibt ihm, was ihr, oder sagt ihm, oder bringt die Produkte mit, zeigt ihm was, oder ihr zeigt die Produkte, die ihr benutzt, um zu gucken, ist das gut für meine Haut, ist das nicht gut für meine Haut. Das habe ich nämlich auch gemacht und mein Hautarzt hat mir gesagt, ich darf und soll bitte bei Neutrogena bleiben, weil Neutrogena sind keine schlechten Produkte, das ist schon gutes Zeugs. Und ich vertrage es gut. Ja, also das heißt jetzt nicht, dass ihr jetzt loslauft und euch Neutrogena-Produkte kauft. Guckt erstmal, ob ihr es verträgt. Weil so unterschiedlich wie der Mensch ist, so unterschiedlich ist auch die Haut. Also ich habe wirklich, ich bitte euch, ich bin 38 Jahre alt, bald 38 Jahre alt. Ich habe viele Produkte ausprobiert und Neutrogena ist eine, wo ich sagen kann, da bleibe ich jetzt konstant, da möchte ich jetzt auch nichts mehr Neues haben, weil ich vertrage es gut. Meine Haut wird dadurch besser und reiner. Und das ist es mir wert tatsächlich, ne? Und da ist jetzt auch nicht irgendwie ein Schmuh drin oder so, ne? Wüsste ich zumindest nicht. Ich weiß nicht, ich habe mir nie darüber Gedanken gemacht, aber es wirkt und es ist gut für meine Haut und mehr brauche ich nicht. So, damit meine Haut aber so gar nicht ohne Pflege auskommt, ist mir immer wichtig, dass meine, nach der Reinigung ist die Partie um meinen Augen immer sehr, sehr trocken. Und ich neige sowieso zu einer trockenen Haut auf den Augenlidern. Da krabbelt mir, da bröckelt mir ständig die Lidschatten weg. Der Concealer krabbelt in die Falten. Das ist nämlich auch ein Indiz für fehlende Feuchtigkeit um den Augen herum, wenn euer Concealer irgendwo in die Falten reinkrabbelt. Da fehlt eure Haut die Feuchtigkeit. Und da ist nämlich genau das passiert, was ich euch gerade erzählt habe. Die Haut um den Augen herum hat sich die Feuchtigkeit aus dem Concealer rausgesaugt und hat sich die für sich beansprucht und lässt dann den Concealer halt total kacke aussehen. So, was ich dann aber noch benutze, die ich total super finde, das ist von Kiehl's. Die, wie heißt die jetzt? Creamy Eye Treatment mit Avocado. Die ist total ergiebig. Ich habe die jetzt auch schon total lange. Ihr seht, da ist auch noch gut was drin. Und was ich immer mache, ich nehme den Mittelfinger und bapp mir das so ein bisschen weich. Es ist so ein bisschen cremig, hat eine festere Konsistenz. Und durch dieses Antippen wird es ein bisschen cremiger und ich kann es ein bisschen besser verteilen. So. Natürlich auch auf den Augenlidern und unter den Augenbrauen herum und auf der Nase natürlich nicht. Naja, dann creme ich mir das immer schon ein. So, und ihr seht, unter meinen Augen, ich neige unheimlich zu dunklen Augenrändern. Ich sehe immer aus wie der leibhaftige Tod, aber das ist halt Natura. Ja, das ist bei mir so. Das geht auch nicht weg und das lässt sich auch nicht wegmachen. Aber was ich immer noch habe und was ich auch unbedingt wegmachen das möchte, sind hier diese weißen Flecken. Es sind keine Pickel, ich habe keine Ahnung, was es ist. Es werden immer mehr und ich finde es nicht schön. Also da kann ich auch nichts mit Concealer irgendwie vertuschen oder so. Aber das ist mein so Problem. Gut, die Augen, die habe ich jetzt versorgt. Also die Haut um die Augen herum habe ich versorgt mit Kiehl's. Super Produkt. Total ergiebig und hält wirklich lange und gibt meiner Haut auch unheimlich viel Feuchtigkeit. Dann, was ich noch benutze, wo ich der Meinung bin, es hilft mir, ist ein Koffeinserum, ein Übernachtskoffeinserum von Kamera Alverde. Genau, das habe ich auch schon ziemlich länger. Und das benutze ich. Ich gucke nochmal an euch vorbei, weil ich brauche ein bisschen Spiegel. Das mache ich mir abends auch noch immer auf die Augenbrauen. Eine Etage tiefer. Auf die Wimpern und ich bin der Meinung, sie wachsen dadurch wieder dichter, sind gestärkt und haben so ein
einen gewissen Schwung irgendwie. Ich wollte halt so ein Rundum-Ding haben, ne? Also Augenbrauen, die will ich nicht unbedingt pflegen, weil die zupft man sich ja doch weg. Also ich zumindest, ich zupfe die zurecht, wie ich sie brauche. Ich bin jetzt aber auch nicht der Genie in sowas, ne? Also was das hier angeht und Make-up und Beauty und so, bin ich ein absolutes Schaf. Ja, ich bin wirklich ein Schaf, ich habe da keine Ahnung von. Ich gucke mir immer 1000 YouTube-Videos an oder lese hier und lese da und mache einfach und kaufe einfach und... Und dann kommt manchmal das raus und das hat sich einfach für mich jetzt einfach bewährt. So, oben und unten schöne Wimpernkranz. Schön damit. Ja, versorgen. So, das Bürstchen ist jetzt auch schon ein bisschen dreckig, weil manchmal... Na komm, Kamera, genau. Da ist noch Restwimperntusche dran. Aber das ist so ein weißes, so ein elfenbeinfarbiges Gel. Also ich finde es ganz gut. Ich mag's. Und wenn es einem gut tut, dann ist es richtig und dann sollte man das auch weiter kaufen und weiter benutzen. Also so bin ich der Meinung. Also tut keine Dinge, die euch nicht gut tun. Ja, also wenn das nicht so eins der obersten Gebote in Richtung Selbstfürsorge und Selbstliebe ist, dann weiß ich es auch nicht. Und darum geht es mir. Selbstfürsorge, Selbstliebe, kümmere dich um dich, sorge dich um dich, nimm dir die Zeit, pflege dich, weil dann geht es auch deiner Seele gut, wenn du dich um dich selber kümmerst, wenn du dir die Zeit und ja auch die Fürsorge und die Achtsamkeit nimmst und, oder gibst, ja, und einfach dich mal um deine Haut kümmerst und dir jeden Abend so eine schöne Gesichtspflege gönnst. Genau. Ich meine, mein Gesicht ist dadurch nicht schöner, also der Ausdruck und so, da wird auch nichts. Aber es fühlt sich viel, viel besser an, es ist sauber, sie ist gut versorgt mit dem Medikament aus der Creme, ne? Aus der Creme des Hautarztes. Und bevor ich mich jetzt weiter verzettel, höre ich jetzt hier auf. Und ich gucke mal, dass ich das Video jetzt noch hochgeladen bekomme. Und dann, Entschuldigung. Werde ich dann jetzt gleich Zähne putzen und mich dann später fertig machen, noch Zähne putzen und dann werde ich nochmal 10 Minuten meditieren und dann geht es für mich auch ins Bett. Ich wünsche euch was und ich würde mich freuen, wenn ihr in die Kommentare schreibt, was benutzt ihr so für Produkte, was tut ihr abends, habt ihr ein Abendritual, schreibt es mir in die Kommentare, ich würde mich wahnsinnig freuen, davon zu lesen und ich würde mich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschalten würdet. Bis dann, tschüss!